Hallo, mein Name ist Tim. Neulich bin ich mit meinem Kumpel in ein Restaurant gegangen. Wir haben uns was zum Essen bestellt und natürlich ein paar Getränke. Meine Cola erhielt ich in einem zylinderförmigen Glas. Auf dem Glas war oben eine Markierung zu sehen, bis zu der die Cola gefüllt war. 0,4 Liter. Ich fragte mich, ob auch wirklich die angegebene Menge drin war. Da wir sowieso noch etwas Zeit hatten, bis das Essen kommen sollte, diskutierten wir darüber. Mein Kumpel meinte, man könne ja ganz einfach mal das Volumen berechnen. Volumen, was war das denn nochmal? Es hat doch irgendwas mit dem Raum zu tun. Raum klingt schon mal nicht schlecht. Volumen kann als Raumbedarf bzw. Rauminhalt eines Körpers verstanden werden. Wir bewegen uns somit in einem dreidimensionalen Objekt mit Länge, Breite und Höhe. Ach ja, stimmt. In unserem Fall ist also das Volumen die Menge an Cola, die bis zur 0,4 Liter Grenze in das Glas passt. Als die Kellnerin die Cola in das Glas geschüttet hat, hat sie sozusagen den Rauminhalt des Glases gefüllt und das Volumen somit genutzt. Doch wie berechnet man nochmal das Volumen? Um das Volumen zu berechnen, braucht man zunächst die Grundfläche. Das ist die Fläche, auf der der Körper sozusagen steht. Weiterhin müssen wir die Höhe des Körpers kennen. Das Volumen errechnet sich nun aus der Multiplikation der Grundfläche mit der Höhe. Formal ist das Volumen also Grundfläche mal Höhe, kurz G mal H. Das Glas hat ja die Form eines Zylinders und die Grundfläche eines Zylinders ist ein Kreis. Um den Flächeninhalt des Kreises berechnen zu können, brauchen wir doch nur den Radius zu wissen. Das ist der halbe Durchmesser des Kreises. Richtig. Zusätzlich benötigen wir noch die Kreiszahl Pi. Der Flächeninhalt eines Kreises berechnet sich nämlich mit Pi mal r Quadrat. Ah. Diese Formel können wir jetzt in unsere Volumenformel für das G einsetzen. Genau. Das Volumen eines Zylinders ist somit Pi mal r Quadrat mal die Höhe. Okay, super. Dann lass uns doch mal das Glas ausmessen. Das Glas hat einen Durchmesser von 7 cm und die Höhe bis zu der Markierung beträgt 10,5 cm. Jetzt können wir ganz leicht das Volumen bestimmen. Das Volumen ist ja Grundfläche mal die Höhe, beziehungsweise Pi mal r Quadrat mal h. Da können wir nun einfach unsere Werte einsetzen. Der Radius ist der halbe Durchmesser, also 3,5 Zentimeter. Die Höhe beträgt 10,5 Zentimeter. Das setze ich jetzt in die Formel ein und brauche das Ganze nur noch auszurechnen. Das ergibt dann 404,09. Die Füllmenge des Glases bzw. das Volumen beträgt also 404,09 cm hoch 3 bzw. Kubikzentimeter. Aber Moment mal, ich habe ja 0,4 Liter. Wie rechne ich das denn jetzt um? Stimmt, wir geben das Volumen meistens in Liter an, so wie beispielsweise bei Getränken. Ein Liter ist das Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von 10 cm. Das Volumen lässt sich jetzt ganz leicht berechnen. Es ist a hoch 3, also in Klammern 10 cm hoch 3, und beträgt somit 1000 Kubikzentimeter. Somit gilt, 1 Liter gleich 1000 Kubikzentimeter. Ah, okay. Also sind 404,09 Kubikzentimeter gleich 0,40409 Liter und somit 404,09 Milliliter. Damit ist ja sogar etwas mehr als die angegebene Menge im Glas. Super, ich habe mich nicht reinlegen lassen. Nun können wir beruhigt essen.